Zwischenfelder haben wir Löcher reingeschnitten, damit der Brecher die Aufkantung überhaupt hat, um überhaupt brechen zu können. Haben wir erstmal die Zwischenfelder komplett einmal rausgenommen, so dass nur noch die Säulen und die Unterzüge stehen geblieben sind. Das war das, was mir eigentlich mit am meisten Sorge gemacht hat hier. In der Umsetzung, auch in den, wie zu Werke gegangen worden ist, also auch mit welcher Vorsicht die Einschnitte erfolgt sind, das war extrem anstrengend. Dass da wirklich alles fein säuberlich und ganz vorsichtig auch abgelassen wird und dass der bestehende Teil halt keinen Schaden trägt. Dementsprechend hatten wir dann hinterher die Säulen mit einem Greifarm gegriffen und dann halt mit einem Trennschnitt einmal getrennt und langsam heruntergelassen. Aber jetzt ein Abschnitt, wo klar ist, der Rest ist stehen geblieben und zwar schadensfrei. Und es hat alles gehalten und es hat so gehalten, wie wir uns das gewünscht haben und geplant haben.